Band am Schlagzeug. Konrad Fink, von ihm ging es aus, dass wir heute Abend so schick sind. Er hat nämlich vor Jahren mal eine Smokinghose auf dem Flohmarkt scheinbar ganz günstig bekommen, die er immer mal tragen wollte irgendwann. Und heute war die Gelegenheit, dass er trägt eine Smokinghose, schaut es euch an, ein toller Knackarsch, wie man sagt. Ja, an der Gitarre der Harald Klohmann. Der ist unser EDV-Spezialist, hat daher die ganzen Mails nicht bekommen, die wir ihm geschickt haben, wegen dem Anzug. Ja, dann haben wir nicht noch jede Menge Sängerinnen und Sänger, Musiker, die nachher dazukommen. Die ständig heißt auch so Staria. Mama, Mama, baby, you're my cup of tea. Mama, Mama, love what you do to me. You got a motor like a brand new car. Start it up for me. Yes, yes, yes. Something in your second way. Yes, yes, yes. Gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car. So start it up for me. Like a brand new car. So, als nächstes war es mit dem Ausrutschern, wir sind fast echauffiert. Ein schöner alter Blues von Mick Jagger und Rolling Stones erzählt eine Geschichte, wie er
oder Musik macht, irgendwo unterwegs ist und eigentlich keine Frauen anmachen soll. Aber an der Bar setzt wir so eine tolle Biene. Blond diesmal. Und er kann es nicht lassen, Spider in the Fly. Die Spinne geht in sein, die Fliege geht in sein Netz. Yeah.
Gesang, Anna Klobe Gitarre, Konrad Fink Bass, Horst Lenz Schlagzeug und Rolf Feuerstein. Wir üben praktisch nie. Hört man manchmal auch leider, aber zur Session spielen wir zusammen, das macht unheimlich Spaß. Und das geht seit vielen Jahren so, wenn jemand sagt, wollen wir den Bass proben vor der Session? Ach komm, das kriegen wir doch irgendwie schon hin. Meistens klar. Ein alter Blues-Titel, haben die Stones übernommen vor 30 Jahren, ist immer noch schön zu singen, ne? Walking the dog.
Walk up the door, I said walk up the door. Well, if you don't know how to do, I sure know how to walk the door. So, jetzt wird es ein bisschen jatziger. Wir haben noch viele Musikrichtungen erleben, vom Jatz über Blues bis hin zum vielleicht sogar Irisch. Mal schauen, es einige Ankündigungen da. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt was für Ausdruck ein bisschen, nennt sich Sunny. Thank you.
Absagen wollen, weil sie doch ziemlich angeschlagen ist. Aber sie hat auf den Bluesstock gehofft, dass sie getobt wird ein bisschen. Dann machen wir was. Man erst mal was für sie zum Warm singen, dass sie nicht so viel sich die Stimme anstrengen braucht. Gute Ride. Kranke Single heute. Falls ein paar falsche Töne rauskommen, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Thank you.
Tuesday. Tuesday's just as bad. And Wednesday's working on. Lord, and Thursday, Thursday's also sad. The eagle flies well on Saturday. Thank you.
würde, mal eins singen lassen oder will ausruhen. Was meint ihr? Will ausruhen? Also, gute Nacht noch eins, bevor sie dann wieder sich um ihre Gesundheit kümmert. Und dann haben wir noch zwei tolle Sänger da, die Camila Peters ist da, die Linda ist da mitsamt dem Schlagzeugspieler. Also es gibt noch ganz tolle Blues- und Jazz-Kurs heute. Es geht nahtlos weiter. Wer hat ja eben gesagt, Samstagmorgen sagt, ist mal meine Mandelentzündung. Vielleicht richtig dich noch. Also, please, stop smoking. Thank you.
Instrumentalstück vielleicht zwischen euch halt. Bist du bereit? Du hast Dampo, dass wir die letzten Damen hochholen. Nee, das ist für dich. Beifall für den Posaunisten. So, jetzt nehmen wir es für die auf die Ohren wieder. Das berühmte Whisky Stumble. Thank you.
ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ungeprobt, also langfristig. So, will ich gerne die Camilla auf die Bühne bitten. Camilla Peter, sagen wir. Großer Beifall für Camilla. Also, die Camilla steigt gleich voll in den Jazzbereich ein. Und zwar singt sie das Lieblingslied für ihren Freund, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, das ist doch schon mal raus. Ach. War schön, muss ich wissen. Deswegen habe ich es gesagt. Das war mal das Lied für ihren Freund. Aber sie singt noch genauso gut, denke ich. Also, ein alter Jazzklassiker, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like, gone to Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Thank you.
Thank you.
Mischpult übrigens. Bernd Moritz, der hat den härtesten Kampf heute. Ein Non-Stop-Job und hat einen super Sound. Aber irgendwas brummt auf der Bühne. Das ist so bei 300 Hertz ungefähr, schätze ich. 300 Hertz, der Ausweis ganz genau. 198. Kann auch sein. Das ist wahrscheinlich die Lüftung. Also, es gibt noch was Herziges. Die Linda möchte noch Summertime singen. Aus Sehnsucht nach dem schönen, warmen Sommer. Mit der Camilla zusammen. Ah, sehr gut. Okay. Versuchen Swing. Und dann ein kleines Päuschen anschließend, dass auch zum Trinken kommt. Thank you.
Pause mit unserer warmen Decke ausziehen. Geht mal was trinken, wir sind gleich wieder da. Es geht gleich weiter. Wenn ich den Stefan hier. Stefan Breuer von den Wachtern.
einer der besten Drummer Süddeutschlands. So. Ist jemand im Haus, der Rock'n'Roll-Gitarre spielen kann? Habe ich ja gehört? Also wenn nicht, muss ich selber machen. Weil der ist ausgefallen und so Rock'n'Roll ist. Na gut, also ich das mit. Also dann Dieter Reinberger wird noch die Harp mitspielen, auch hier singen. Besser bekannt als der Heuner. Von Ufke Blues und Blues Gosch und der Lieblingshaftspieler von, wie heißt sie, die Mann aber? Die Joy Fleming, genau. Die Joy Fleming liebt den Heuner Dieter. Also das ist eine einmalige Band, ein Versuch wie bei den Sessions meistens. Manchmal geht es schief, manchmal nicht. Drücken Sie Daumen. Also, ein Rock'n'Roll-Experiment. Wolfgang gibt vor und wir versuchen zu folgen. I'm gonna go.
Bring it over to the
Thank you.
Mehr von der Art. Und du kannst hier noch mehr machen, glaube ich. Ne? Jetzt haben wir noch Leute, die auch einsteigen werden. Es gibt so was Jatziges, denke ich. Hier, Wolfgang Mottes, hat extra mal gefangen. Am Schlagzeug, Stefan Breuer. Yeah. Mit dem schönsten Tattoo im Keller. Geht es weiter hier mit dem Tattoo? Ah ja. Am Keyboard der Werner, Nachname? Beckmann. Werner Beckmann, bekannt von Jazz Sessions in der Feuerwache. Das Schlagzeug ist der Simmons, gell? Simpson. James Simpson. Er wohnt inzwischen in Mannheim und war gerade 3 Wochen auf Tour, spielt auch Orgel sehr gut, Hammond-Orgel und natürlich auch Schlagzeug. Und das ist der Benz heute Abend. Ja, eine Gitarre, ich wollte gar nicht vorstellen, Christian Eckert, einer meiner Lieblingsgitarristen. Und wenn wir nach Hause kommen, ist irgendwie war viel los, geht eine CD von Christian ein und dann geht es wieder viel besser. Christian Eckert aus Mannheim.
Thank you.
Thank you.
So, ein Beifall für diese Wahnsinns-Zufall-Jazzband. Yeah!
Schlager der Gitarre. Und jetzt haben wir noch einen. Also, die Renate steigt ein bisschen ein, mit ihrem glänzenden, klopfenden Herzen. Ja, da klopft das Herz ein bisschen. Lass mal klopfen kommen. Vielleicht die Ute hockt auf dem Boden. Ute, das ist kein Mann, der ihren Schoß nimmt, bitte küssen kann. Gar nicht gut. Also ich darf noch kurz jemanden begrüßen übrigens. Wir dürfen das Ehepaar Junginger begrüßen hier. Der MDW ist zu Besuch hier. Junge, Frau, wo sind Junginger? Hier, können wir kurz mal wieder. Zwischen einem Sitzplatz ergattert. Wir haben auch Nunningers hier, Jungingers hier und Herr Frau Hildermann da begrüßen, der Ecke hinten, hallihallo. Die Blues- und Jazz-Fans. So, während ich hier schwätze, habt ihr euch abgestimmt. Also, Nadia steigt ein, wir machen ein ganz wunderschönes altes Jazzlied und zwar passt es sehr gut zur Jahreszeit natürlich. Autumn Leaves. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I'll miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Thank you.
Einen dicken Applaus für diese Zufalls-Jazz-Band. Christian Egger.
Wolfgang Lippe-Würdiger, Renate Kohl, Vocals, Samir, Verbemma, und der Wahnsinn-Schlagzeuger auf der Tournee zwischen New York, London und Mannheim. Ja. Jetzt ist es ganz schwer, sowas zu toppen. Inzwischen auch im Haus noch die Musiker der Jürgen Motor Schulz eingetroffen. Jürgen, was denn? Wir machen jetzt mal richtig einen schönen Bruch mit ein bisschen harten Blues. Verstanden hast? Ja. Meine Viecher, die fliegen überall rum und sagen, sieh! Und wenn du Kick hast, kannst du Sachen liegen neben dran. Und stehst du so die? Ein Lied über die Schnogge. Der Schnogge-Blues. Eins, zwei, thank you.
So erlaubt mich doch Gelegenheit nutzen, ein Eis vorzustellen. Wenn ich also so fischlicher bin, früher einmal hier unten im Club, wo mir's aufgefallen ist, bevor ich mich mit den jungen Leuten eigentlich ihr Partner kennenlerne. Weil die Musik überall so laut ist, da schreist da dann etwas Liebes ins Ohr. Ich lieb dich! Die guckt dich an und sagt, hä? Ich sag, ich lieb dich! Und so bin ich dann auf ein wunderschönes Lied gekommen mit dem Titel, muss die Musik wirklich dann so laut sein? Hey, siehst du, oh, das ist eine schlechte Werbung für den Club, wenn da alles applaudiert. So. Jetzt passt mal an, was sich da entwickelt. Da ist nämlich ein bisschen aufgeregt, das deine Musiker zu erklären. Es ist nämlich ein Zigeunerjatz. Ja, ja. Hoppla! Oh. Vor langer Zeit hab ich schon bitterlich gehabt. Wie der sich vorgestellt hat, da hast du noch nix gemerkt. Was der mit Dresche in die Seite nicht erreicht hat, das hat er dann durch den Blöder verstärkt. Ja, muss die Musik immer noch so laut sein. Das hat noch mit keiner nix zu tun. Beim Publikum, da quält er sich ins Ohr rein. Und ein knallt am Wagenstand ist noch nicht zu tun. Ich war zum Geburtstag eingeladen. Mein Freund hat eine Live-Band engagiert. Wir haben bei Ohren Weihnacht noch gedient. Trotz Trommelfelder so nachts noch vibriert. Die will ich nicht mehr hören, das kannst du denken. Ich hab dir dann den Namen gut gemerkt. Ja, die Musik von dann kann ich was schenken. Die lehne ich einfach ab, das wird kein Werk. Doch mit keiner nichts zu tun. Mein Publikum, dann wählt es sich im Tor.
dem zu. Ja. Es ist wie in alten Zeiten. Sehr wunderbar. Wir machen noch zwei Sachen. Ein traurisches, das bereits ein Kleid davor soll ich ein Taschentisch herausholen. Und ein unanständiges. Und dann werde ich von dannen ziehen. Ich hab's geht, ich weiß es aber. Ich sehe alles, was ich nicht ehren soll, das hat meine Mutter schon gestört. Ein Wohl auf dich, Gott segne dich mit Durchfall. Thank you.
Es wird noch schlimmer. Natürlich noch besser, ne, aber... Ja, genau. Die muss Lautstück reichen, Herrn Kenner. Das ist das Lied von Heiner. Das ist ein gewisses Körperteil. Vom Mann, das gewisse Übungen macht. Genau dann, wenn er sie nicht brauchen kann. Früher hieß das Lied, er hatte mich fertig mit dem Erklären, ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll. Früher hieß das Lied, er hatte halt Histe, Heuner. Nein, da dasselbe. Es wird furchtbar jetzt. Der Heuner. Da steht ein Mädel und ich guck's da an, kriege ein Heuner. Ich merk's, ich hab ein Heuner. Ich hab ein Heuner in der Hose, wir genug's, wir recken immer los. Die Oma nehmen wir mir
die Gruppe Schar. Und sag mal, lieber Mann, was hast du für Schattenhäune? Schattenhäune in der Hose, sie kriegen uns der eigene Mann aus. Wenn ich schalte, still doch. Ich hab einen Heuner in der Hose und kriege damit verrecken immer los. Achtung! Ich geh jetzt her, leg mich ins Bett. Und wann ich aufwach, dann ist er hochgeschreckt. Ich hab einen Heuner. Hey, ich hab einen Heuner. Ich hab einen Heuner in der Hose. Sag, ihr spielt immer leise, 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 leise weiter. Hab ich dich vergessen? Ich bin schon der Sonne, man. Du, ihr checkt die Sonne. Ja, der Sonne. Jetzt darf ich mal bitte alle Männer mit mir zu singen, ich hab einen Heuler. Die Frauen deswegen nicht so emanzipieren, kennt er gar nicht sein. Es gibt nämlich Frauen, die denen da am liebsten noch die Druckerinnen-Schwarze einführen zur Druckerschwarze und Häse dann noch Schwarze, aber das ist auch eine Geschichte. Jetzt warte mal auf unseren Einsatz und dann singen alle Männer, ich hab einen Heuler. Yeah, 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 yeah. Achtung, ich hab einen Heuner. Ich merk's, ich hab'n. Ach gut, aber ein Kleiner. Ich hab'n. Oh, die Hände schon mit Gräfern. Ich hab'n. La, 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 la. Ich hab einen Heuner in der Hose. Wir kriegen uns verrecken immer los. So, jetzt da über. Achtung. Ich hab'n. Yeah, 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 yeah. Ich hab'n. La, 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 la. Ich hab'n. Ich hab ein Heuner in der Hose und kriegen uns verrecken nimmer. Ah, 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 bleiben Sie ruhig. I don't want it. Vielleicht halt Nacht. Oh Gott, a little fuck in the morning time is better than a cup of Haferschleim. Und bei deiner schönen Mädle da, überhaupt nicht mehr Thank you.
nach der Mahnung ansprechen, der Stille nach und man sieht sich mit der Herrunde. Tschüss. Auch danke an meine Band, Zuma. So, liebe Leute, es war eine Wahnsinnsamt, Leute. Vorher Jazz der Spitzenklasse und jetzt der Heuner. Ein extra Beifall für Dieter Weinberger. Gegurgelt und mit Tee gesunken. Schaffen Sie noch was singen? Gute Ride? Ja! Also, Ute, Ute auf die Bühne bitte. Ute Ride und die Hausband mit dem Harald Kurmann, Wolf Feuerstein, Horst Lenz. Der Kontra will eine Runde Bier. Birgit, Daniel, oder wer da an der Theke hört, mit einer Runde Bier für die Hausband. Danke. Immer rein. Den hat er nicht mal zu Hause. Den hat er nicht mal zu Hause. Thank you.
Das war toll. Gute Ride, Vogels. Und die Linda Vogels und die Camilla Vogels. So, jetzt gehen wir in einen schönen alten Blues-Titel, den wir Cream übernommen haben vor 30 Jahren. Und die Ute hat ihn auch schon übernommen. Die singt sau stark. Born Under a Bad Sign. Never mind, 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 never
Ich habe eine große Bitte. Ich bin ein riesengroßer Fan von der Lady C und ich möchte das ganze Haus jetzt hier mal einen ganz dicke, fette Applaus holen. Muss ich aufpassen. Von links kriege ich einen in die Rippe. Oh, von vorne einen auf die Schnuppe. Oh, wow. Ich lebe mal gefährlich. Okay, also was zum Mitsingen, das auch was zu tun habt. Ein Klassiker der Bluesgeschichte. Nur aus Ruhrgebiet. Sweet Home Chicago. Ja, Thank you.
Sent by my side.